jetzt ist er da. Der 22. Mai, der Tag, an dem sich Österreich entscheidet, den Weg der Freiheit nach links einzuschlagen und die schlagenden Freiheitlichen in die Hochburg einzuladen, Brüderlichkeit hochzuschreiben und die Schwestern zu vergessen, Frauenrechte, ja, aber nur die von gestern, über Ausländer lästern, ja, das geht leicht, weil den ewigen Gästen nur ein Zündenbock reicht. Was dann bleibt, ist Ignoranz und Hass, anstatt der Liebe übernimmt Angst unseren Platz der Helden. Wir müssen sie deshalb richtig fällen. Entscheidest du dich zu schweigen oder zu bellen? Oder zu bellen?